Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Donnerstag, dem 12. November 2020. Wir blicken wie üblich am Morgen zunächst einmal auf die internationalen Aktienindizes bzw. mit Schwerpunkt die Wall Street. Und ja, es ist weiterhin recht spannend, denn wie geht es hier nun weiter? Die US-Wahl ist entschieden. Das Thema Corona-Impfstoff, ja, ist auch letztendlich bekannt und nimmt seinen, oder besser gesagt, geht seinen Weg. Die guten Nachrichten sind allesamt eigentlich nun raus. Ist es Zeit für Gewinnmitnahmen? Ja oder nein? Ich glaube, dass sich genau diese Frage derzeit viele, viele Anleger stellen, aber gleichzeitig hier noch den Konflikt im Kopf haben, nämlich mit der sogenannten Jahresendrallye. War sie es schon? Stecken wir inmitten dieser? Ja, oder kommt sie noch? Sie sehen, es gibt wie immer viele, viele Möglichkeiten und Spielraum letztendlich für die Interpretationsweise der Aktienmärkte. Mit Hinblick auf den Dow Jones Index bin ich weiterhin ein wenig skeptisch, denn seitdem wir ja zwischenzeitlich mal Kurse von über 30.000 Punkten erreicht hatten, glaube ich, dass hier durchaus ein kleiner psychologischer Faktor auch zur Abwechslung die Rolle spielen dürfte, nämlich dass es hier Anschlusskäufe oberhalb von 30.000 Punkten gibt, halte ich ein bisschen für gewagt, denn zuvor sollte auf jeden Fall nochmals ein Mindestrücksetzer auf die grüne Ausbruchstrendlinie erfolgen. Idealerweise gibt es Rücksetzer nochmals in dem Bereich von 27,8 bis hin zu ca. 26,5 oder auch 56,2. Also ich bleibe mehr oder weniger dabei, dass wir eine relativ große Seitwärtsbewegung hier erleben dürften zwischen ca. eben 30.100 und ja, vielleicht sogar im Tief bis zu 26.000 Punkten. Beim S&P 500 Index ist die Sache auch noch nicht so ganz entschieden. Der letzte Kurssprung in dieser Woche war zwar stark, aber wir sehen jetzt eben dann doch auch in Summe, dass wir hier auf Wochensicht ja bislang zumindest zwar noch mit einem Plus glänzen können, aber vielleicht ja, schmilzt das Kursplus nun im weiteren Wochenverlauf noch zusammen und der Index fällt wieder in diese Verkeilung zusammen. Und das könnte nämlich ganz interessant sein, denn dadurch könnte sich auch wieder eine relativ breite Seitwärtsbewegung eröffnen beim S&P 500 Index. Wobei Zwischenstationen auf jeden Fall weiterhin der Bereich von ca. 3.400 Punkten sind. Hier ist eine horizontal verlaufende Kursunterstützung gegeben. Beim Technologieindex Nasdaq ging der ursprüngliche Plan eigentlich voll auf. Ausbruch, Wahlrallye und Rücksetzer, das haben wir alles gesehen im kompletten Programm. Jetzt bin ich allerdings gespannt, weil wir eben ja so ein bisschen die Sektorrotation feststellen können, ob wir hier noch vielleicht mit weiterem Abgabedruck zu rechnen haben. Ich denke eher weniger, dass der große Rotationsfaktor nun noch weiter auf den Tisch kommen wird, zumindest jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, sondern vielmehr, dass tatsächlich halt auf breiter Front leichte Mitnahmen noch die Tendenz der Anleger sein dürfen. Das heißt, auch hier könnte es beim Technologieindex Nasdaq ja weiter in Konstellation vor allem von ja, dem hier möglich zuletzt erfolgten Doppeltop durchaus auch noch zu weiteren Kursabgaben kommen, die dann auch sogar Kurse bis in den Bereich von 11.200 Punkten mit sich bringen könnte. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.